Hallo, ich grüße dich herzlich zu deiner Seelenbotschaft. Mein Name ist Jacqueline und das Wochenende steht vor der Tür. Es gibt die News zum Wochenende. Wir schauen mal, was Freitag, Samstag und Sonntag auf das Seelenkollektiv zukommt. Du weißt, es ist natürlich eine kollektive Kartenlegung, also bitte alles auf deine Themen umlegen. Und es ist eine Ergänzung zur Wochenbotschaft. Vielleicht hast du sie schon gesehen. Schau gerne mal vorbei. Und ich würde sagen, ich starte direkt. Und ich verbinde mich mit dem Seelenkollektiv und mit der Wochenendenergie. Was kommt am Wochenende auf das Seelenkollektiv zu? Worum geht's? So, und ich beginne mit der Dankbarkeit und möchte mich von ganzem Herzen einmal bei jedem Einzelnen von euch bedanken. Für die Likes, die Abos und die liebevollen Kommentare. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Ja, falls du natürlich Interesse hast, auch an privaten Kartenlegungen, oder relativ neu biete ich auch Raumreinigung an oder Hausreinigung oder aber natürlich auch Healings oder Coachings. Schau gerne mal unten vorbei, dort findest du auch die Kartendecks. Und die erste Energie, die ich fürs Wochenende wahrnehme, ist tatsächlich aufgeschlossen, aber gleichzeitig auch sehr gemütlich. Ich bekomme einen gemütlichen Flair, man macht es sich zu Hause oder in Räumlichkeiten gemütlich. Ich sehe viele Kerzen, die angezündet werden, gedimmtes Licht. Es ist so ein bisschen der Rückzug, Kuscheln. Ja, und durch diese Gemütlichkeit begibt man sich tatsächlich viel mehr auf eine Stufe zu sich selbst, so kann man sagen. Als würde man damit ja, Schritte in das Unterbewusstsein gehen oder auch einfach mehr auf deine Seele zu. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles benennen soll, was ich hier gerade so empfange. Also ein Wochenende, was zum einen, ich sehe das gerade so ein bisschen und jetzt nicht erschrecken, dieses Gemütliche, dass man sich die Wunden leckt, man zieht sich zurück nach einer anstrengenden Situation und pflegt sich, belohnt sich auch mit dieser Gemütlichkeit. Also vielleicht hattest du eine sehr anstrengende Woche oder vielleicht auch emotionale Verletzungen. Also dieses Wundenlecken ist wirklich jetzt einfach nur metaphorisch gemeint. Es kann sein, dass du dich einfach erholen musst oder erholen möchtest von etwas, was dir sehr anstrengend vorkam, muss gar nichts Großes sein, einfach nur, dass du dir jetzt Zeit gönnst. Wow, wir fangen direkt heute mit dem Gehängten an, okay. Da kommen schon direkt zwei große Arkane. Okay. Wow, das ist natürlich, also wir haben von 6 Karten genau die Hälfte große Arkana, das ist natürlich schon nicht schlecht. Also der Freitag, wie wir hier sehen, am heutigen Tag, im Bewussten der Gehängte. Es kann sein, dass du einen neuen Blickwinkel bekommst hinsichtlich entweder einer Situation, die plötzlich sich verändert. Das kann eine Terminverschiebung sein, das kann eine Nachricht sein, eine Einstellung, die du auf einmal anders hast, bezogen auf ein Thema. Oder jemand teilt dir mit, dass er sich umentschieden hat, dass er etwas anders sieht als zuvor. Es kann sein, dass in deinem Umfeld ein sehr großes Ereignis stattgefunden hat. Also vielleicht auch wirklich, wo das Schicksal gewaltet hat und das erfährst du und das macht etwas mit dir, das könnte ja auch sein. Letztendlich sind wir hier heute mit den 6 der Münzen in der Energie des Gebens und Nehmens. Also vielleicht unterstützt du jemanden heute oder du wirst unterstützt oder es passiert wirklich gleichermaßen.
Es ist ein Tag voller Neuigkeiten, voller Informationen, voller Gefühle, die auf einmal aufkommen, aber auch von Hilfestellung. Es könnte für viele ein aufregender Tag sein, bezogen auf Informationen und Wissen, also Neuigkeiten, die du bekommst. Mit dem Reiter ist es etwas, geht hier weiter. Durch die Information oder das, was dir zugetragen wird, entwickelst du dich aber auch weiter. Vielleicht arbeitest du auch heute gemeinsam mit jemandem an einer Sache, um etwas in Gang zu bringen. Also heute scheint ein sehr interessanter Tag für dich zu sein. Es kann sein, dass du abends im Bett liegst. Wow, wir haben den Neubeginn. Es kann sein, dass du abends im Bett liegst und dann sagst, wow, dass dir dieser Tag vorkam, als hätte er 78 Stunden und nicht irgendwie 24. Also es kann sein, dass heute wirklich sehr viel passiert, sehr viel auf dich einrasselt und ja, sei offen, sei erwartungslos und sei gefasst. Also, dass du auf dich achtest, auf deine emotionale Stabilität. Wir schauen mal in den Samstag rein. Da haben wir die 8 der Münzen im Unterbewussten. Und wir haben hier auch die 6 der Kelche, also schon zwei Sechser. Ja, 6 der Kelche ist natürlich immer eine Situation aus der Vergangenheit. Also vielleicht Gedanken, in denen du schwelgst, Erinnerungen. Oder aber auch, dass Personen aus der Vergangenheit auf dich zukommen. Für einige sehe ich tatsächlich, dass es ein Melden einer Person ist oder ein aus dem Untergrund auftauchen, was auch immer das heißen mag. Jemand, der vielleicht verschollen scheint, entdeckst du wieder. Und das kann sein, entweder dass er sich meldet oder du siehst ihn über Social Media, du siehst ihn auf der Straße, wie auch immer, aber eine Erinnerung an eine alte Person oder an deine Kindheit wird wachgerufen. Das ist ein Hinweis, wenn dir das passiert, und das kann auch sein. Ich sehe nämlich gerade eine Situation, du bist in der Fußgängerzone, du gehst spazieren und du siehst einen Menschen und dieser Mensch erinnert dich an eine Person aus deiner Vergangenheit und das macht etwas mit dir, das macht etwas mit deinen Gefühlen. Es muss nicht sein, dass es die Person auch war. Es kann auch nur die Erinnerung an eine Person sein. Arbeite damit. Es ist kein Zufall, dass dir diese Person in deine Gedanken kommt. Du darfst hier etwas lernen. Es ist vielleicht sogar ein Puzzlestück, was dir fehlt, um etwas abzuschließen in dir oder um etwas weiter zu bearbeiten. Ja, denn im Unterbewusstsein wird ganz viel bei dir aktuell gearbeitet, weitergebildet. Es ist eine Bewusstseinsöffnung, eine Erweiterung, die stattfindet. Und dieser eine Mensch, der wird für viele, wird es übrigens eine männliche Person sein. Und dieser eine Mensch, ist das fehlende Puzzlestück bezogen auf deine Gefühle, dein Verhalten und ein verstecktes Muster, dem du dadurch auf die Schliche kommst. Ja, Verwandlung passt. Es möchte etwas in dir verwandelt werden und dazu fehlt dir noch etwas und das hängt hier mit der Vergangenheit zusammen. Du bist in diesem Verwandlungsprozess, wir sehen es, gefühlt sind wir das stetig, aber das hier ist etwas, auch hier mit dem Blick in die Vergangenheit und auch den Blick auf den Neubeginn. Hier kann es sein, dass, und viele von euch, ich weiß, das spüren das ja, dass da etwas Neues kommt, dass sich etwas Neues auftun möchte. Und was heißt das? Für viele ist es ein neuer Job, ein Neubeginn in der Liebe, Neubeginn ja, auf der Arbeit, gesundheitlich, was auch immer. Aber gefühlt weiß man auch, irgendwas fehlt noch. Irgendwie ist da noch eine Sache. Und das kann ja mit dieser Situation oder Person zu tun haben. Und wow, die Schlange, Häutung, Heilung. Es geht hier um die Heilung für viele, vielleicht auch verstecktes Muster mit der Mutter. Das ist natürlich auch eine Mutterkarte, aber
besonders Heilung, Verwandlung. Etwas möchte hier in Heilung gehen und das hat mit deiner Vergangenheit zu tun. Wir gehen in den Sonntag rein. Zwei große Arkana bedeutet ein Tag, kann sich natürlich auch verschieben. Es kann auch sein, dass bei dir die hier gelegte Sonntagsenergie auf den Freitag fällt. Also da schau bitte für dich. Hier liegt auf jeden Fall ein sehr bedeutender Tag. Es sieht fast aus, als würdest du einen Vertragsabschluss in der Hand halten. Als würdest du dich endlich für etwas entschieden haben. Als würde dir etwas zugeschickt bekommen, worauf du gewartet hast. Und jetzt kannst du etwas starten. Jetzt kannst du etwas veröffentlichen. Jetzt kannst du etwas angehen. Jetzt kannst du etwas verkünden. Jetzt hast du den Sieg in der Tasche. Okay. Also etwas sehr Positives, was dich weiterbringt. Vielleicht denkst du Tag und Nacht daran. Vielleicht ist das die ganze Zeit in deinem Kopf. Alles ist gut. Hör auf, Negativszenarien aufzurufen. Hör auf, den Worst Case herbeizuführen. Dann ziehst du das an. Mach das nicht. Bitte fokussiere dich, und das muss ich so klar sagen, weil es hier echt durchkommt. Also Manifestation funktioniert auch im Negativen, Leute. Das kann nicht gut sein und das ist jedem auch logisch und jedem klar. Und doch macht man es, wenn man die ganze Zeit in negativen Gedankenschleifen hängt. Das ist nicht gut. Du sinkst und minderst deine Energie, deine Ausstrahlung. Das heißt, das Positive wird nicht mehr angezogen. Als würde ein Magnet seine Kraft verlieren, der Magnet für das Positive anzuziehen. Also, interessant für dich, du hältst irgendwas in der Hand, das kann natürlich auch, das muss nichts Physisches sein, das kann eine Antwort sein, eine Erkenntnis, eine Information, auf jeden Fall erhältst du etwas und dann ist es für dich kurz wie ein Aufatmen. Dadurch wird aber automatisch etwas anderes in Gang gesetzt. Ja, Gefühle und Haus. Gefühle und Haus, das heißt, es hat hier viel mit Stabilitätsthemen zu tun, mit dem Job, mit Familie, wie auch immer. Also etwas, was mit Sicherheit für dich persönlich zu tun hat. Und gleichzeitig aber auch mit deinen Gefühlen, weil das ein sehr wichtiges Anliegen dir ist. Und ja, du eigentlich darauf wartest, damit etwas anderes dann weitergehen kann. Zum einen bist du erleichtert, weil es für dich Sicherheit bedeutet, fürs andere emotional positiv aufgewühlt, weil du weißt, jetzt wird dadurch etwas anderes freigesetzt, jetzt wird dadurch etwas anderes passieren. Wow, also ein sehr, ein sehr das Wort spannend so oft, ich weiß, aber ich würde jetzt schon sagen, es ist ein spannendes Wochenende. Die komplette Wochenendenergie nehme ich wahr, dass du einen sehr großen Austausch hast an Informationen, dass du sehr viel Wissen bekommst, entweder über andere, über dich, wirklich Lernwissen und dass dich das weiterbringt. Emotional, aber auch im physischen Leben auf deiner Lebensreise. Eine Botschaft vom Universum für dich. Ja, Beauty. Root Nymph. Also, gebe dich hin. Konzentriere dich auf das Schöne im Leben, konzentriere dich auf dich selbst, auf die Offenheit. Wenn du anderen gegenüber offen bist, dann glaubst du gar nicht, was für wunderschöne Gespräche auf dich zukommen, was für wunderschöne Dinge auf dich zukommen und was für wunderschöne langfristige Freundschaften vielleicht sogar du setzt. Das ist wie so ein Meilenstein, wenn du wirklich ehrlich bist, offen bist, das kommunizierst, was du fühlst, auch das, was sich nicht gut anfühlt, wenn du das aussprichst,
dann sieht man dich in deiner vollen Pracht und das ist deine wahre Schönheit. Habe Vertrauen, sei offen und konzentriere dich wirklich nur auf das Gute im Leben. Mit diesen Worten beende ich diese Legung. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende und freue mich natürlich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Alles, alles Liebe und bis ganz, ganz bald. Mach's gut.